B2.5. Zeigen Sie, dass für die Länge der Strecke DC gilt, DC gleich 26,52 Metern. Berechnen Sie sodann den Flächeninhalt des türkisfarbigen Kreissektors. So, stürzen wir uns erst auf die Strecke DC. Die liegt hier drin. Und wir suchen uns wieder ein Dreieck, wo diese Strecke CD drin liegt und wo wir möglichst viel berechnen können. Da bietet sich wieder das Dreieck ACD an. So, was kennen wir aus diesem Dreieck? Na, es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren nur Sinussatz oder Kosinussatz. Kosinussatz braucht drei Seiten und einen Winkel. Wir haben zwei Seiten, die dritte ist ja gesucht, aber den Winkel kennen wir nicht. Funktioniert der Sinussatz, zwei Seiten und zwei gegenüberliegende Winkel. Da haben wir zum Beispiel, also diese Seite ist gesucht, gegenüber liegt der Winkel, ja, der fehlt uns ebenfalls, und Seite und Winkel haben wir beides uns gegeben. Das heißt, wir brauchen auch diesen Winkel hier, den da, um dann entweder den Sinussatz oder den Kosinussatz ansetzen zu können. Dieser Winkel ist aber recht schnell berechnet, weil der komplette BAD ist ja 60 Grad groß. Und wenn der BAC 36,67 Grad groß ist, dann bleibt für den natürlich noch die Differenz aus 60 und 36,67 übrig. Also schreiben wir auf, der Winkel CAD ist gleich Winkel BAD minus Winkel BAC. Also 60 Grad minus 36,67 Grad. Und das sind dann 23,33 Grad. Okay, jetzt kann man Sinussatz oder Kosinussatz ansetzen. Ich schreibe den jetzt noch schnell rein. 23,33. So, wie gesagt, Kosinussatz geht, weil wir haben zwei Seiten, die dritte ist gesucht und wir haben einen Winkel. Also nehmen wir noch gerade den. Strecke CD. So, wie stellen wir auf? Finden wir mit einer Formelsammlung auf der Seite 30, wo es heißt, a Quadrat ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. So, da muss man eigentlich nur auf eine Sache aufpassen, nämlich dass man mit dem Winkel anfängt, der gegenüber der mit der Seite anfängt, die gegenüber vom Winkel liegt, beziehungsweise andersrum, mit dem Winkel, der gegenüber der Seite liegt. So, und zwischenrein kommen halt die beiden anderen Seiten. Schauen wir in die Zeichnung rein, hier ist mein Winkel, gegenüber liegt die Strecke CD, also fangen wir auch mit der an. Dann folgt CD Quadrat, ist gleich, und jetzt die beiden anderen Strecken, ist egal mit welcher man beginnt, AC Quadrat plus AD Quadrat minus 2 mal AC mal AD mal der Winkel CAD. So, bekannte Größen einsetzen. AC waren die 58 zum Quadrat, AD 40 zum Quadrat. Minus 2 mal 58 mal 40 mal, oh, jetzt habe ich hier den Kosinus vergessen, das darf nicht sein. So, und jetzt mal Kosinus von 23,33 Grad. So, wir haben ein Quadrat, das müssen wir jetzt auflösen mit Hilfe von der Wurzel. Oder man kann es auch in Solver eingeben und das Taschenrechnen berechnen lassen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier, CD ist gleich die Wurzel aus 58 Quadrat plus 40 Quadrat minus 2 mal 58 mal 40 mal Cosinus von 23,33. Und jetzt kann man das ganz normal in Taschenrechner eingeben. Und dann folgt für CD eine Länge von 26,52 Meter. Und das ist genau unsere gesuchte Größe. Schauen wir nochmal nach. 26,52 Meter. Perfekt.
So, weiter heißt es, berechnen Sie so dann den Flächeninhalt des türkisfarbenen Kreissektors. Okay. Also Flächeninhalt Sektor ist gleich. Dafür müssen wir hier erstmal wissen, wie heißt die Flächenformel für einen Kreissektor. Also schauen wir in der Formelsammlung nach. Finden wir auf Seite 35 steht da. Und da heißt es dann, a ist gleich Radius zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. So, wir haben also einen Radius von einem Kreis und a ist der Öffnungswinkel vom Kreissektor. Jetzt gehen wir oben in die Zeichnung rein und schauen mal nach, was als gegeben ist. Der Radius ist die Strecke CF. Kennen wir nicht. Wir haben nicht berechnet. Aber wir wissen, CD sind 26,52. Wo steht's? Da 26,52 Meter. Wir wissen, FD sind 10 Meter. Also bleibt für dieses Stück dann nur noch die Differenz übrig. So, jetzt brauchen wir noch den Öffnungswinkel. Vom Kreissektor brauchen wir also diesen Winkel hier. Ja, nicht den inneren, weil der liegt ja nicht im Sektor drin. Nein, wir brauchen den äußeren. Und wie kommt man da drauf? Ja, auch sehr einfach. Ich rechne einfach einen Vollwinkel von 360 Grad minus diese beiden Winkel und dann bleibt genau dieser Winkel hier übrig. Und dann habe ich alle meine gesuchten Größen für die Flächenformel. Also, A-Sektor ist die Strecke CF, der Radius, zum Quadrat mal Pi mal, ja, bleiben wir einfach bei Alpha durch 360 Grad. Oder gab es einen Winkel Alpha schon mal? Ach, nehmen wir einfach Alpha S. So, den gab es noch nicht. Alpha vom Sektor. Gut, brauchen wir jetzt die Strecke CF. Ist gleich, wie vorhin erwähnt, CD minus FD, also 26,52 minus die 10 Meter, das sind dann 16,52 Meter. Außerdem brauchen wir noch den Winkel Alpha S. Ist gleich 360 Grad minus der Winkel DCA minus Winkel, was war denn, ACB. Schauen wir nochmal nach. Hier ist der DCA, das ist der 36,67 und der ACD, der ist der 74,58. So, setzen wir ein. Ist gleich 360 Grad minus 36,67 minus 74,58. So, ein Tipp im Taschenrechner ergibt dann einen Winkel von 248,75 Grad. So, jetzt nochmal in die Flächenformel einsetzen. Also A-Sektor ist gleich 16,52 Meter zum Quadrat mal Pi mal Alpha S haben wir mit 248,75 Grad. Durch 360 den Taschenrechner eintippen und dann erhalten wir den Flächeninhalt von halt 592,42 Metern zum Quadrat. Und es ist oben dann auch als Zwischenergebnis, ja genau hier, Name angegeben, 592,42, passt wunderbar. So, fertig.